Inforadio Podcast. Hier in Deutschland sind die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen noch immer dabei, den Schlamm und die Trümmer nach der Überschwemmungskatastrophe zu beseitigen. Und ausgerechnet heute legt der Weltklimarat seinen neuen Bericht vor. Der Weltklimarat, eine Institution der Vereinten Nationen, Wissenschaftler auf der ganzen Welt, sammeln Erkenntnisse zum Klimawandel und bereiten diese auf. Und der Bericht gilt dann als Entscheidungsgrundlage für die Klimapolitik der Staaten weltweit. Fragen zum Thema jetzt an Professor Mujib Latif. Er lehrt unter anderem Klimadynamik am Geomar, einem Institut für Ozeanforschung an der Universität Kiel. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Latif. Ja, guten Morgen. Brauchen wir denn überhaupt noch den Bericht des Weltklimarates? Wir müssen uns doch nur umgucken, oder? Ja, im Prinzip stimmt das schon, wenn es darum geht, ob der Mensch das Klima beeinflusst oder nicht. Der erste Bericht ist ja schon 1990 erschienen und da stand eigentlich schon im Prinzip alles drin. Also eins ist völlig klar. Erstens, die Erde erwärmt sich. Zweitens, der Mensch ist die Ursache. Und drittens, der Klimawandel ist gefährlich. Aber was ist global passiert, dass die Wetterextreme jetzt so zunehmen? Ja, wir sehen eben heute das Resultat der Treibhausgasemissionen der letzten Jahrzehnte. Da sind ja die Emissionen förmlich explodiert und die Temperatur, die reagiert eben jetzt darauf. Wir sehen also einen Temperaturrekord nach dem anderen und das führt eben dann zwangsläufig einerseits zu mehr Hitzewellen und auch neuen Temperaturrekorden, wie wir es ja beispielsweise im westlichen Kanada gesehen haben, bei uns 2019 neuer Temperaturrekord. Aber andererseits, weil wärmere Luft auch mehr Wasserdampf halten kann, dann auch zu mehr extremen Niederschlägen. Und auch das beobachten wir. Und all das sind Dinge, die einen Klimaforscher wie mich überhaupt nicht überraschen und was wir seit Jahrzehnten schon gesagt haben. Ja, das ist richtig. Aber überrascht Sie die Wucht? Oder ist es früher, als Sie es angenommen haben? Nein, ganz und gar nicht. Also wenn man die ersten Computersimulationen sieht, die wir ja schon vor über 30 Jahren gemacht haben, dann ist die Entwicklung ungefähr genau so gewesen, wie wir sie vorhergesehen haben. Das heißt, wir haben sie weder überschätzt noch unterschätzt. Und insofern kann niemand sagen, dass er oder sie hier irgendwie überrascht worden wäre. Und welche, also jetzt bei diesem Bericht, den der Weltklimarat heute vorlegt, da geht es um den neuen Stand der wissenschaftlichen Grundlage zum Klimawandel. Welche Zahlenerkenntnisse interessieren Sie da am meisten? Ja, also es geht natürlich darum, wie die neuesten Modelle, die besten Modelle, die Entwicklung vorhersehen. Und da muss man noch eins sagen, es wird immer schwieriger, die Pariser Klimaziele einzuhalten. Also es sind ja zwei Ziele, die dort formuliert worden sind. Einmal heißt es deutlich unter 2 Grad Erwärmung, heute stehen wir ja schon bei ungefähr 1,2. Und dann heißt es noch möglichst auf 1,5 Grad Erwärmung begrenzen. Die 1,5 Grad sind kaum zu schaffen, zumindest wenn man sich die politischen Verhältnisse ansieht. Wir sind im Moment auf Kurs 3 Grad und es müsste wirklich schon ein Wunder geschehen in der Weltpolitik, wenn wir das Ruder wirklich so schnell herumreißen könnten, dass wir die 1,5 Grad noch halten können. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und was nützt das, was wir jetzt tun? Deutschland gibt sich ja als oberster Klimaretter, also Kohleausstieg, Ausbau der erneuerbaren Energien, weg vom Verbrennerauto, Maßnahmen, die global betrachtet wenig ins Gewicht fallen bei 82 Millionen Einwohnern angesichts von meinetwegen Milliarden von Chinesen und Indern, die nichts anders machen, US-Amerikaner auch nicht. Also was können wir also wirklich tun, wenn wir die Berichte des Weltklimarates ernst nehmen? Ja, stimmt schon. Es ist ein globales Problem und das können alle Länder nur gemeinsam lösen. Aber trotzdem gibt es auch so etwas wie eine historische Verantwortung. Die Industrieländer, und dazu gehört eben auch Deutschland, haben eben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen. Und die sind alle noch da oben. Ja, das ist das eine. Das andere, unser Pro-Kopf-Ausstoß ist viel höher als der zum Beispiel in Indien. Und das dritte, und das ist ganz wichtig, es muss ja Länder geben, die vorangehen. Deutschland hat sich dazu bereit erklärt. Es gibt andere Länder in Europa wie Schweden und so weiter. Der European Green Deal, wenn er denn so umgesetzt wird, wie er angedacht ist, wäre schon eine gute Sache. Amerika hat Gott sei Dank einen neuen Präsidenten, der sich auch dem Klimaschutz jetzt verpflichtet fühlt. Das heißt also, wenn all diese zarten Pflänzchen jetzt wirklich gehegt und gepflegt werden, könnte tatsächlich eine Dynamik entstehen. Und dann hoffe ich, dass dann die anderen, wie die Chinesen beispielsweise, auch nicht mehr zurückstehen werden. Und dann doch noch die 1,5 Grad, dieses 1,5 Grad Ziel schaffen oder ist es dafür zu spät?
Naja, also man muss auch ein bisschen Realismus an den Tag legen. Klar, theoretisch ist es möglich und der Weltklimarat hat ja auch Szenarien vorgestellt, nach denen das möglich ist. Aber das müsste wirklich heißen, dass ab jetzt wirklich die Treibhausgasemissionen weltweit deutlich sinken. Und jetzt in diesem Jahr sieht es leider so aus, also 2021, dass nach 2020, wo die Emissionen tatsächlich gesunken sind wegen Corona, sie wieder um einige Prozent steigen werden. Das heißt also, der politische Wille scheint ehrlich gesagt immer noch nicht da zu sein. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch am frühen Morgen. Sehr gerne. Professor Mujib Latif war das. Er lehrt unter anderem Klimadynamik am Geomar-Institut an der Universität Kiel. Und wir haben gesprochen heute, da der Weltklimarat seinen neuesten Bericht vorlegt. Inforadio Podcast.